Willkommen meine lieben Freunde, mein Name ist Johnny, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist soweit, 3 Tage bis zum Wettkampf, beziehungsweise 3 Tage bis ich wieder fressen darf. Wir haben nämlich den 7. Juli, der Wettkampf findet am 10. Juli statt. Ich bin ziemlich gespannt, ich bereite gerade schon meine Mahlzeit vor. Also ich hatte jetzt in den letzten vergangenen 2 Tagen die Entladephase. Also in der Entladephase versuchst du die ganze Glucose so gesagt den Muskel leer zu trainieren, zu entladen, ja. Und dann ladest du ihn 2 Tage vor dem Wettkampf komplett auf, dass deine Muskulatur dann richtig so platzt und rauskommt und richtig geil. Und jetzt koche ich nur noch das Chicken vor. Nachher sehe ich auf jeden Fall die Kamikaze, nicht die Kamikaze gegen so, sondern die Rockerbande, die WG. Auf jeden Fall den lieben Paul, den lieben Manu, den lieben Uwe Kai, der liebe Marc ist auch am Start. Wir machen auf jeden Fall nachher Videos und dieses Video ist das Ansagevideo. Und zwar, dass ich jetzt in 3 Tagen, wie gesagt, Wettkampf haben werde. Und ich bin ziemlich gespannt. Ja, und jetzt koche ich mal vor. Let's go. Sieht folgendermaßen aus. Oh yeah. That's some juicy chicken. Da ist mein Brokkoli. Und ja, ich habe hier schon was Schönes bestellt für den Wettkampf. Oreo Double Cream. Jetzt kurz vorm Wettkampf sowas zu sehen. Tut mir schon in der Seele weh. Na, meine lieben Freunde, ich gebe jetzt auf jeden Fall eine klitzekleine Ladung Strong. Habe ich schon längst vorbereitet. Ich habe nicht das ganze Mal das Strong benutzt, sondern das Strong hier, der ist schon fast leer. Und das ist ein Exclusive-Produkt und bis zu 9 Portionen auf jeden Fall am Start. Du bekommst ab einer Bestellung von 25 Euro über den Link hier unten ein Exclusive deiner Wahl gratis dazu. Wir haben hier noch zum Beispiel Smacktastic Kinshu Caramel Chip. Da sind einfach 30 Portionen drin. Oder du bekommst Goat, hast fette 5 Portionen am Start. Und wenn ihr über meinen Link bestellt, unterstützt ihr nicht nur mich, sondern euch auch selbst, weil ihr bekommt einfach gratis Produkte einfach so for free dazu. Ich komme jetzt mit Strong und dann wird auch demnächst gefrühstückt. Jetzt haben wir 10.56 Uhr, verabredet sind wir um 12 Uhr. Das heißt, in circa einer Stunde würde so losfahren. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall fertig mit dem Training. Das ganze Video seht ihr, wie gesagt, auf Pauls Kanal. Wir haben gerade eben noch ein Posing abgedreht und jetzt besprechen wir auf jeden Fall den Wettkampf. Also meinen Wettkampf natürlich und deine Ziele, meine Vorstellungen und natürlich auch Parallelen zu deinem letzten Wettkampf. Erzähl mal, wie ging es dir? Also eine Zeit lang hatte ich Angst mit dem Gewicht, das hatten wir aber auch schon beim Formcheck abgesprochen, dass mein Gewicht eine Zeit lang einfach nicht runtergegangen ist, beziehungsweise immer noch nicht so krass rasant runtergegangen ist, aber die Form wurde immer mit der Zeit besser. Okay, ich habe heute 95,25 gewogen. 85,25 und ich sage, in meinen letzten 4 Wochen hat sich mein Gewicht von 87 erst auf 85 runter bewegt, sag ich mal. Ist ganz gesund eigentlich. Aber naja, meine Form ist auf jeden Fall besser geworden und mentalmäßig, Leute, ihr könnt euch jetzt gar nicht vorstellen, wie es ist, auf Wettkampf.de zu sein, beziehungsweise für die Leute, die um sich herum sind. Zumindest wer noch nie im Wettkampf.de war, ist eine Sache, die man mal erlebt haben muss. Also nicht muss, aber kann oder sollte, es ist definitiv krass, auf 6% Körper im Überlebensmodus rumzurennen, ist definitiv nicht ohne. Deshalb auch Respekt an jeden Bodybuilder da draußen, der das vor allem teilweise jedes Jahr durchzieht. Also das ist jetzt der erste Wettkampf von Johnny. Ich hätte mir im Jahr darauf niemals vorstellen können, direkt nochmal einen Wettkampf zu machen. Deshalb jeder, der das jedes Jahr durchzieht, absoluten Respekt. Und was ich noch sagen wollte, für die Leute, die das jetzt auch mal alles mitdrehen, also für die Bodybuilder, es gibt auch die Bodybuilder, die einfach dann einfach nur für sich so gesagt trainieren und Tag X dann kommt. Aber wenn du noch Influencer bist, sag ich mal, und alles verfilmen muss, alles zeigen muss, wie du alles machst und dann irgendetwas schief läuft, weil das zeitlich irgendwas nicht klappt oder sonstiges, dann hast du richtig Probleme und dann stresst du dich so gesagt selber und dann bist du ein bisschen am Arsch. Ist halt jeder live dabei sozusagen. So Leute, die haben gerade Musik angemacht, wir werden das Ganze umverlagern und zwar nach draußen, bis gleich. So Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall Ruhe und können jetzt weiterreden. Na, ich bin auf jeden Fall stehen geblieben bei Influencer. Wie Influencer das, also das immer extra handeln können, ist halt echt krass, sage ich jetzt mal, wirklich. Zum Beispiel jetzt Johannes oder du, wie du hast es ja auch wirklich täglich was, täglich Vlogs oder was war das? Bei mir waren täglich Videos draußen, ne? Waren täglich Videos draußen. Also täglich sich Mühe gegeben, um euch zu zeigen, wie sein Wettkampf abläuft, beziehungsweise wie er sich fühlt, wie er trainiert. Respekt an dieser Stelle, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen jetzt, wie man sich da fühlt. Also vor allem jetzt in der Entladephase. Es war jetzt auch eine relativ schwere Phase. Es ist eine ketogene Diät, kann man auch sagen. Man ist halt mit dem Energielevel komplett am Boden, man redet weniger, schlechter. Wie gesagt, jeder, der einen Wettkampf schon mal gemacht hat, kann es nachvollziehen. Jeder andere soll es auf jeden Fall mal probiert haben. Ansonsten, was sind jetzt die Klassen, wo du startest, offiziell? Newcomer, dann Junioren und dann vielleicht jetzt Newcomer-Männerklasse halt. Was sind so deine Ziele? Sagst du,
Müsst ihr Gesamtsieg holen? Oder mitmachen ist alles? Ich will, ich will mitmachen, um zu gewinnen. Deshalb mache ich ja auch den Wettkampf. Ja. Ich will auf jeden Fall gewinnen, aber ob ich gewinnen werde oder nicht, sieht man dann auf jeden Fall. Ob es einen besseren gibt oder nicht, sehen wir dann. Man weiß nie, wer kommt. Ja, das ist ja das Tückische am Bodybuilding. Es gibt nun mal viele gute Leute. Wenn jemand gut da mitmacht, ist man halt der Beste am Start oder wer man den Guten schlägt. Aber es gibt halt immer irgendwen, der eventuell besser sein könnte. Aber da muss Johnny halt mit Posing punkten. Mit Posing punkten, mit Qualität, Performance. Qualität, Performance, Ästhetik und natürlich auch meinen fetten Vakuum. Okay, und wie? Hast du schon mal einen Plan gemacht? Hast du schon Essen bestellt, was du nach dem Wettkampf gönnen wirst? Weißt du, ob du auf Urlaub fährst, dass du mal Pause vom Training machst, oder? Ja, also Pause vom Training will ich jetzt nicht unbedingt machen. Natürlich, wenn man Carbs wieder drin hat, dann soll man auf jeden Fall trainieren. Vor allem, wenn man im Kalorienüberschuss ist, soll man auf jeden Fall auch trainieren. Vor allem die Post-Wettkampf-Phase ist definitiv eine der geilsten Phasen überhaupt. Man ist anabol des Todes, also du wirst auf jeden Fall schnell wieder Kraft kriegen. Ja. Prall sein des Todes, also es wäre dann mache ich ja unnaturales Bankdrücken, wenn ich mit 85 Kilogramm das Doppelte von meinem Körpergewicht drücke. Oder mehr als doppelt, 180. Direkt Bankdruck-Wettkampf eine Woche drauf, optimal. Perfekt. Aber was ich mir auf jeden Fall gönnen werde, meine Freundin wollte mich eigentlich überraschen mit so einem Kuchen, mit so einem Magerquarkkuchen, so einem fetten, richtig geil. Und den werde ich komplett inhalieren. Also Low Calorie sogar. Der ist Low Calorie, aber alles, was darauf folgt, ist nicht Low Calorie. Das wird komplett eskalieren. Ich weiß jetzt schon, mein Magen tut jetzt schon weh, wenn ich daran denke. Ich freue mich schon auf jeden Fall richtig drauf, was ich mir gönnen werde. Ich habe mir auch Oreos bestellt mit doppelter Schicht. Dann habe ich noch Oreo mit Vanille ummantelt und ich liebe Oreos und dann will ich Donuts fressen, Croissants fressen, Pizza fressen. Ich will auf jeden Fall 3 Kilo Steak essen oder irgendwie. Ich habe einfach richtig Bock. Ich sage dir, nach 3 Tagen hast du keinen Bock mehr auf Cheaten. Das ist auf jeden Fall das Gute, man hat sich satt gegessen und dann kann es wieder relativ normal weitergehen. Ich möchte noch in Form bleiben. Ich möchte vielleicht die 2-3 Wochen darauf trotzdem mein Frühstück, mein Abendessen. Abendessen bleibt für immer und ewig quarky. Aber so zwischendrin halt, okay, ich esse jetzt mal einen Döner. Okay, ich esse jetzt mal dies, das und jenes. Das will ich auf jeden Fall so haben. Ja, das war es auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt die ganzen Themen durchgesprochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und wir konnten euch ein bisschen Fall aufklären und unsere Erfahrung bis jetzt mitteilen. Und natürlich hoffen wir auch, dass wir den Sieg holen. Paul, kommt auf jeden Fall mit. Aber ich freue mich drauf, bin sicher geil. Wenn ihr den Wettkampf mitverfolgen wollt, dann bei der GmbF einfach auf die Seite gehen. Oder Link in der Beschreibung. Oder Link in der Beschreibung. Und da kommt ihr zum Livestream. Ich glaube, der zahlt jetzt 15 Euro oder sowas für den ganzen Tag. Aber es ist nur für die GmbF, jetzt nicht an mich oder irgendwen, sondern wirklich nur an die GmbF, damit ihr live zugucken könnt. Johnny ist Samstag dran, damit ihr es auch Bescheid wisst. Genau, und heute ist auf jeden Fall Mittwoch. Wir haben noch 3 Tage bis zum Wettkampf. Und was ich noch zusätzlich erwähnen wollte zum Schluss, ist auf jeden Fall, dass ich mir Riegel, Joker, Yum Yum Bar, alle No Way Bars komplett reinpfeifen werde und einfach auf die Kalorien kacken werde, so gesagt, ja. Und apropos, ich werde mir No Way Frappuccino täglich in mein Porridge oder irgendwo reinmachen. Weg. Oder einfach mal einen Kaffee reinmachen. Einfach Milchschaum mit No Way. Ich habe das letzte Mal getestet, Leute. Einfach Proteinpulver mit Milchschaum, Mandelmilch, richtig krass. Und auf jeden Fall strong. Wir haben richtig krasse Geschmäcker. Kennt ihr die Kaktus-Eis? Absolut Killer, richtig krass. Es gibt auch Pink Essentials. Ab 2 Summer Limited bekommt ihr 10%. Und es geht nur über diesen Link in dieser Beschreibung. Gibt ein Exclusive nochmal gratis dazu, wenn ihr über seinen Link bestellt. Es hat nur die Chance, wie gesagt, 10%, nur kurze Zeit, bis die Produkte im Lager sind. Und das ist in den nächsten paar Tagen. Spart jetzt nochmal ein bisschen Geld. Einfach Gas geben und unterstützt den lieben Boy an dieser Stelle. Haut rein, bis bald. Und ganz wichtig, abonniert den lieben Paul, mich, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Und seid gespannt. Ciao, ciao.